So Leute, ich habe mir überlegt, heute mal über unseren ach so tollen Star zu reden. Mal richtig Tacheles über Moesha. Die tolle Tänzerin, die ja ach so emanzipiert und tough ist. Die ist nämlich ein Scheiß. Die ist null emanzipiert. Das ist einfach alles nur eine Masche, weil sie einfach den Jungs gefallen will. Und die wird ja sowieso niemals was erreichen. Oder meint ihr echt, die wird mal groß Karriere machen? Pff, die ist doch viel zu sehr damit beschäftigt, anderen zu gefallen. Ganz ehrlich, wenn ihr wirklich ein cooles Vorbild braucht, dann sucht euch jemand anderen. Mann, scheiße. Ich hätte nicht so rumschreien sollen. Hey, das tut mir leid wegen vorhin, dass ich dich da so angebrüllt habe. Ich mach sowas. Hä? Ich mach sowas. Mach mal. Was? Was machst du? Diese Scheiße da mit diesen scheiß YouTube-Videos. Lester, Schwester 96 bin ich. Wieso? Warum? Was hast du dir dabei gedacht? Ey, keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ich weiß nicht. Das wurde irgendwie dann so zum Selbstläufer und weißt du, am Anfang war es nur so über Stars und so ein Fetz und keine Ahnung, dann hat die Schule mich einfach so angenervt. Weiß nicht, dann hat es auch irgendwie Spaß gemacht, die ganzen Leute da halt bloßzustellen. Aber doch nicht so. Ey, du hast ein Porno hochgeladen. Porno? Also, ist jetzt ein bisschen übertrieben, oder? Außerdem konnte ich Serda damit doch nicht einfach durchkommen lassen. Ja, also, aber doch nicht so. Du kannst doch nicht einfach irgendwelche Sachen im Internet veröffentlichen. Ja, okay. Das mit meiner Schwester, das war blöd und das war dumm und war falsch. Aber weißt du, Moesha, die ist sowieso immer der Held und die kommt damit auf jeden Fall klar. Weißt du, das war dann halt auch irgendwie ein cooles Gefühl, dass die Aufmerksamkeit auch ein bisschen auf mir war. Ich bekomme nie Aufmerksamkeit. Hayal, jetzt mal ganz im Ernst. Die Leute interessieren sich nur dafür, weil es scheiße ist. Willst du wirklich diese Art von Aufmerksamkeit bekommen? Warum machst du das alles verdeckt? Bist du zu feige, um dich zu zeigen? Als ob das anders funktioniert hätte. Und warum das Kopftuch? Kriegst du das jetzt aus religiösen Gründen? Nee, das mit dem Kopftuch ist im Prinzip eigentlich einfach nur, weil sich meine Eltern darüber so schön aufregen und ich sie damit einfach ein bisschen auf die Palme bringen kann. Weiß nicht, ich bin halt immer so voll das schwarze Schaf. Und ich dachte mir einfach, wenn schon schwarze Schaf, dann richtig schwarze Schaf. Doch. Hey, ich weiß nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Du hast mich damit echt überrumpelt. So. Ich brauche da erstmal wirklich ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken und alles. Alex, ich... Nee, wirklich. Ich hab keinen Bock mehr. Ich fass es nicht, dass sie dahinter steckt. Soll ich sie jetzt bei der Schulleitung melden? Obwohl es bestimmt scheiße ist, immer in Moeschas Schatten zu stehen. You've got mail. Vor so vielen Leuten vortanzen? Na danke. Andererseits? Was machst du da? Nichts. Uninteressant.
Alex, ich kann die ganze nächste Woche Überstunden machen. Aber das heißt, dass du dann jeden Abend auf Manja aufpassen musst. Ich hab dann gar keine Freizeit mehr, nichts. Der, was soll ich machen? Keine Ahnung, aber... Du, ich hätte auch gern mal wieder ein bisschen freie Zeit. Oder ein bisschen Zeit für Manja, aber was soll ich machen? Soll ich das Geld nicht verdienen? Na doch, wir brauchen's ja, aber... Ja, was? Möchtest du für mich putzen gehen, hä? Nein, natürlich nicht. Was soll ich denn machen? Okay, dann sagst du Manja, dass sie nicht mit auf Klassenfahrt fahren kann. Ja, das kann ich auch nicht machen. Alex, ich brauche deine Unterstützung. Ja, mir bleibt nichts anderes übrig. Bist du ein Schatz? Nein, Mama! Danke. Ja, tschüss. Na super, keine Zeit zum Training. Aber warum auch trainieren? Zum Casting kann ich dann ja auch nicht. Du musst dich nur trauen.